Hallo und herzlich willkommen hier wieder erneut zurück zu Fallout 4. So, wir befinden uns jetzt gerade hier unten beim Dunkelwasser, beziehungsweise der Dunkelwasserbaustelle. Und ihr seht, ich habe das Ding ein bisschen umzäunt. Oh, da sehe ich gerade, das ist schlicht umzäunt. Das ist aber richtig schlicht umzäunt, da fehlt ja eine totale Absperrung. So, jetzt hat. Ja, Karawanenhandel, hier so ein bisschen was. Und dann hier drin Generatoren und Betten angereiht. Darauf natürlich die Geschütze. Und ja, ich denke, das dürfte für das kleine Ding da ja, durchaus reichen. Da hat es noch relativ viel Platz, um weiteres Zeug anzubauen. Und Mutterpflanzen sind da definitiv im Trend. Ja. So, dann wollten wir weiter. Und zwar... Ich sehe da unten gerade was. Bam. Was? Schade. Krieg ich so nicht. Ja. Ich wollte jetzt bei dem Ding eigentlich jetzt rüber zur Stadt. Beziehungsweise den Ruinen der Stadt, die die Ganner da überrannt haben. Drei Jahre später. Na komm schon. Was ist denn hier los? Na, geht doch. Also, ich wollte jetzt eigentlich... Da steht noch... Ja, da sind wir hergekommen, genau. Hier nach Quincy. Da ist Quincy. Hier vorne ist zum Beispiel schon mal direkt eine Red Rocket Station. Jetzt haben sie mich schon entdeckt. Was haben wir hier so Schönes? Zeitungsstände, Zigaretten, die nehmen wir mit. Mhm. Nichts wirklich Großartiges, was ich jetzt benötigen würde. Oben drauf ist auch nichts. Dann gehen wir mal durch den Haupteingang. Apropos, wir könnten es ja auch mal so machen. Vertibird wohl zu der Position geschickt. Oh, der ist schon abgeschossen worden. Da ging er down. Bin mal gespannt, wo meiner bleibt. Dann würde ich da einfach mal drüber fliegen. Wäre auch mal eine geile Aktion. Fuck. Das war eine Plasmamine. Böses Ding. Und da mit X. Das sollte man vielleicht nicht betreten. Oder besser gesagt, gefährlich. Ja, so, jetzt hier rauf und jetzt such dir einen Platz, wo du landen kannst und nicht einsteigen. Wuhu, ab in den Vertibird. Mit Tab Ziel des Vertibirds auswählen. Alle Instrumente im grünen Bereich sind bereit zum Abflug. Die Waffe ist einsatzbereit und freut sich auf Gefecht, Sir. Landung erfolgt an Zielposition. Schade. Vergesst niemals die Zitadelle. Das war's schon. Und da haut auch direkt wieder ab, ohne dass wir ihn weiterhin nehmen dürfen. Gott, da kommen ja Sims angerannt. Läuft mit seiner. Was machst du denn hier?
Dance, ich komme. Wo bist du denn? Da bist du. Mist. Ist immer geil, wenn du so runterpurzen lässt und sie einfach dann verrecken. Unterstützung, Feuer! Vergiss es, sie sind weg. Ich gehe mal kurz ein bisschen weiter weg, um mich zu orientieren und zu gucken, ob es da noch was gibt. Bei den Häusern ist anscheinend nichts mehr da. Guck mal. Und da oben beschießen sie mich ebenfalls. Na, dann gehen wir erstmal nach oben, ha? Huh? Kommt der Kopf entgegengekullert. Und den Körper finde ich auch nicht. Nope, Körper ist auch weg. So, von oben haben wir ein besseres Blickfeld. Da haben sie anscheinend ein bisschen Probleme mit Zins. Gerade am Laufen. Ui. Das haben sie aber auch schick gebaut hier. Na also. Pistolen und Patronen. Sehr nice. Das Gunner Terminal. Dann zeig mal her. Persönliche Aufzeichnung von Clint. Colonel Hollis. Eine Schande, dass ich Colonel Hollis nicht überzeugen konnte, Vernunft walten zu lassen, aber der Angriffsplan hat trotzdem funktioniert. Nachdem wir die Unterstützung auf dem Highway ausgeschaltet und eine überlegene Position eingenommen hatten, konnten sie nicht mehr zurückschlagen. Gabi ist mit einer Gruppe von Siedlern entkommen, aber der Rest war ein einziges Blutbad. Ich ließ sie Colonel Hollis lebend ergreifen, damit ich meinen neuen Männern zeigen konnte, dass ich mit den Minutemen abgeschlossen habe. Selbst als ich meine Waffe an den Kopf hielt, weigerte er sich noch einzusehen, dass die Dinge ebenso laufen. Wer Ordnung ins Chaos bringen will, braucht Stärke. Die Midmen haben ihre Stärke verloren. Die Gunner haben sie noch. Captain West versichert mir, dass die Truppen, die er mir für das Durchbrechen der Belagerung gegeben hat, sich zuverlässig an der Befehlskette halten werden. Aber zwei der etwas erfahrenen Truppen haben sich als problematisch erwiesen. Preston. Der Trupp, den ich hinter Gave hergeschickt hatte, ist gestern zurückgekehrt. Sie konnten einige weitere Siedler abknallen, bevor sie ihre Spuren in Jamaica Plain verloren haben. Tessa beschwert sich darüber, dass wir ein paar von ihnen entkommen ließen, aber sie denkt immer noch wie ein Raider. Die Midmen sind am Ende. Colonel Hollis war ihr letzter Anführer, der diese Bezeichnung verdient. Und mit nichts weiter als einer Handvoll verwundeter Frauen und Kinder wird Preston bestimmt keinen Gegenangriff starten. Tessa und Baker. Wir haben unser Hauptlager hier auf dem Freeway errichtet, sodass wir nicht so überwältigt werden können wie die Minutemen. Mir ist es außerdem gelungen, das Funkgerät in einem alten Turm zu platzieren, um mit GNN Kontakt aufzunehmen. Tessa und Baker haben lange mit Captain West gesprochen und während Baker wieder linientreu ist, scheint Tessa sogar noch unterwürfiger zu sein. Nachdem wir nun ziemlich gut aufgestellt sind und die Truppen des Lagers errichtet haben, muss ich ihnen eine neue Beschäftigung geben. Wenn sie zu tun hat Tessa keine Zeit, sie aufzuwiegeln. Wenn ich sie für eine Weile aus dem Lager fernhalten kann, folgen die anderen Baker und hören auf, meine Befehle in Frage zu stellen. Captain West wollte außerdem mit dem Arzt sprechen, um meine Blutgruppe festzustellen. Scheint mir unnötig, aber wenn es hilft, sie zu überzeugen, ist es wohl die Schmerzen wert. Information. Steinbruch.
Ich habe ein paar Späher den Highway hochgeschickt, damit sie nach weiteren Bedrohungen der Nähe Ausschau halten. Aber offenbar gibt es in der Umgebung nur den Steinbruch. Da scheinen sich Raider verschanzt zu haben. Die haben zwar eine gute Schusslinie auf den Freeway, legen sich aber bestimmt nicht mit uns an. Baker hat ein paar Raketen auf sie runtergeschossen. Nichts Großes, nur um sicherzustellen, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Die Fabrik. Ich habe Tessa mit einem Trupp losgeschickt, um den Süden zu erkunden. Hauptsächlich, um sie eine Weile vom Hals zu haben. Sie haben berichtet, dass dort draußen nicht viel mehr ist als eine alte Fabrik. Scheint von Grünhäuten bevölkert zu sein. Sie könnten uns Probleme bereiten, aber im Augenblick müssen wir keinen Kampf vom Zaun brechen, solange wir was? Noch Gefangene haben. Atom Cats. Eine Gruppe lebt bei der Werkstatt draußen auf der Halbinsel, nennt sich die Atom Cats und scheint ziemlich hart im Nehmen zu sein. Unsere Speer berichten, dass eine externe Verteidigungsstellung eher schwach ist, aber dafür haben sie einige Powerrüstungen. Normalerweise würde ich sagen, dass die Sache es nicht wert ist, aber weil die Männer noch immer wütend sind, dass wir die Gefangenen verloren haben, wäre das vielleicht genau die richtige Ablenkung. Okay, und dann wollen wir mal mit der Mini-Nuke, Munitionskiste, das fertig machen. So, und hier eine Etage tiefer. Ja, das nenne ich mal ein bisschen Hauptquartier. Da haben sie auch jede Menge Futter, Zigaretten und der Scheiß. Mich interessiert eigentlich nur noch die Munition. Ja, und vier Medics. Medics immer. Den Rest haben wir alles. Zweites Magazin wird es hier nicht geben. Waffenheld wahrscheinlich auch nicht. Aber da unten ist einer. Kann man euch... Oh, zwei sogar. Kann man euch helfen. Ich glaube, wir sind nicht allein. Wir haben Gesellschaft. Polly's Terminal. Na, dann wollen wir mal einen Hollys Terminal. Ach, scheiße. So, Hollys Terminal. Aufbau der Verteidigung. Anscheinend sind wir gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Als wir in die Stadt kamen, schalteten wir sofort eine Gunner-Gruppe aus. Ungefähr ein Drittel haben wir erledigt, aber mindestens ein Dutzend ist weggelaufen. Bürgermeister Jackson war fast in Tränen aufgelöst, als wir erschienen, und ließ uns sogar sein eigenes Haus als Kaserne benutzen. Ich muss sagen, dass es schön ist, wenn man die Minutemen zur Abwechslung mal wieder wie in alten Zeiten willkommen heißt. Preston hat ihnen geholfen, bessere Mauern zu errichten, und die Arbeit des Mechanikers der Stadt war von unschätzbarem Wert. Er hat sogar ein paar Powerrüstungen. Wenn er sie zum Laufen bringen könnte, wäre das eine enorme Hilfe. Wir haben nicht annähernd genug Leute, um die Stadt zu halten, wenn die Gunner in großer Anzahl zurückkehren. Das kann ich aber niemandem sagen. Ich habe eine Nachricht rausgeschickt, um Verstärkung von anderen Minutemen zu erhalten. Ich hoffe, dass wenigstens Colonel Marbury uns helfen wird. Statusbericht. Wir haben die Mauern ziemlich gut in Form gebracht und die Treppe an der Plattform, der ein Schienenbahn versiegelt. Sturkis soll ein paar Stege errichten, die über die Dächer führen, denn wenn sie es schaffen, die Mauer zu durchbrechen, können wir uns für einen Gegenangriff hierher zurückziehen. Die Gunner greifen jetzt fast täglich an. Wir haben aber wahrscheinlich genügend Lebensmittel und Vorräte, um das auszusetzen. Leider war das Ergebnis meiner Bitte um Verstärkung enttäuschend. Niemand ist gekommen. Verraten. Heute gab es eine schreckliche Wendung der Ereignisse. Einer von uns, ein Veteran namens Clint mit 10 Jahren Kampferfahrung, tauchte am Tor auf. Zuerst dachte ich, er wollte uns mitteilen, dass Verstärkungen unterwegs wären, aber wie sich herausstellte, hatte der Miss Care die Seiten gewechselt. Anscheinend ist er der Anführer dieser Gunner-Gruppe, die uns belagert. Er besaß sogar die Dreistigkeit zu versuchen, den Bürgermeister und mich zum Aufgeben zu überzeugen. Ich habe ihn dann höflich davon Kenntnis gesetzt, dass das unter keinen Umständen geschehen würde, und ihm gesagt, was ich mit seinem Verräterarsch mache, falls er sich nochmal blicken lässt. Wenn jemand mit seiner Erfahrung die Gunner anführt, sollten wir lieber auf alles vorbereitet sein. Ja, und da war er leider nicht gut genug vorbereitet. Ihr wurdet ja überrannt, das haben wir im anderen Terminal bereits gelesen. So eine Schande aber auch. Da hinten wird immer noch geballert. Das stört so ein bisschen, wenn man sich hier umgucken will. Draußen wird auch noch geballert.
Vorsicht. Ein Volltreffer an der richtigen Stelle. Ha, ehrlich? Das wäre eigentlich ganz cool. So, dann haben wir hier diese einen Schienenbahn. Mit einem fetten Raketenwerfer als Falle. Ah, hier hätte man hoch können. Hier oben gibt es nicht wirklich viel mehr zu holen. Wie sieht es unten aus? Auch nichts wirklich. Hallo Baker. Ciao Baker. Test das Holoband. Naja, vorher seid ihr durch andere Probleme vernichtet. Haben wir ein Terminal, was macht das hier? Das wär's. Safe-Steuerung, okay. Wo haben wir hier ein Safe? Ach, da. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Muss übers Terminal gemacht werden, okay. Gut, ein paar schöne Sachen dabei gewesen. Von der anderen Seite versiegelt. Wie komme ich denn da? Ah. So komme ich da rein. Und was haben wir hier? Ein Kampfmesser. Das schwebend in der Luft hing. Aliens confirmed. Wir haben schon wegen anderen Sachen confirmed. Okay, jetzt sind wir hier unten. Nächstes Shopping Center. Netter Safe. Auch nix. Dann ist immer wieder eine große Mauer. Vorne habe ich den Protektron kaputt gemacht. Ich glaube, den habe ich mir noch gar nicht geholt. Und hier kann man auch runter. Waffe des Instituts. Missionskern, Gleisbolzen. Lecker. Grüne Paste. Polizeiterminal. Ah, das hier ist dieses Quincy. Warte mal, dann ist da unten. Ja, genau, das Parkhaus. Hier waren wir schon mal. Weil wir waren nie drin. Da haben wir nämlich Tessa platt gemacht. Oh, scheiße, jetzt bin ich raus. Sorry.
Und los. Ah, schade. Hätte ja klappen können. So, hier oben ist nix. Wir hatten doch immer von Red Skorpionen-Problemen gefaselt hier unten. Oh ja. Hier hatten sie ja tatsächlich. Und dann geht's nur schon wieder nach oben. Ah, alles klar. Zwei Skorpionchen kaputt gemacht. Noch was Geiles gefunden. Mit Munition. Von vor langer, langer Zeit. So. Den Weg entlang. Was sind wir hier? Oh. Okay, das haben sie als Absperrung benutzt. Auch nicht schlecht. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, eigentlich hier reinzukommen. Phantoms Foodstuffs. Aha. Okay, warte, da hinten war ich drin. Das war das mit dem Bürgermeister. Dann hier vorne drin war ich noch nicht. Da gibt es nur Fernsehletzkuchen. Da waren wir drin. Da waren wir drin. Hier war man nicht drin. In der Bar. In der Bar ist aber auch nichts Wirkliches. Ein Wandsafe wahrscheinlich wieder mit dem Terminal, um es zu öffnen. Ja! Und, nee, das Terminal kann sogar gar nichts. Ha! Dafür sogar noch eine Tür raus. Okay. Unten waren wir auch noch nicht drin. Gibt es noch ein bisschen Munition. Der Seite ist nichts. Hier drin Nudelschalen. Das zerbrochene Haus. Da geht es wieder hoch. Da hinten ist die Schiene. Dann haben sie hier Gefängnisse mit Gefangenen. Friedhof. Da ist alles eingebrochen. Oh, das hier ist eine böse, böse Verteidigungslücke. Bruderschaft hat sich hier ein bisschen eingemischt, wie es aussieht. Du bist tot! Genau das liebe ich an diesem Job. Kampfbereitschaft aufgehoben. Und haben sogar Bruderschaftsleute platt machen können. Guck mal an. Sollen hier nicht sogar noch irgendwie ein paar Kampfrüstungen sein? Was wir da haben. Nur zumindest meine Station. Sturges Terminal. Gehen wir mal zu dem. Haben ein neues Projekt. Ich habe vorhin ein paar Freunde in der Atomcats-Werkstatt besucht und die haben mir ein paar günstige Paarungsrüstungen angeboten. Ziemlich mitgenommen, doch die bekomme ich auch wieder hin. Wir mussten aber eine hierher zurückschleifen, weil sie nicht startet. Nicht mal mit einem neuen Fusionskern. Ich muss mich noch bei Fenton für seine Hilfe bedanken. Vielleicht zahle ich seine offenen Rechnungen im Hole in the Wall. Naja, vielleicht einen Teil davon. Mama Murphys Vision. Mir gefällt das nicht. Mama Murphy hockt in ihrem Zimmer, seit der Händler vorbeigekommen ist. Sie hat einen dicken Vorrat an Camps und als ich nach ihr sehen wollte, hat sie wieder vom dritten Auge erzählt. Sie meinte, sie hätte gesehen, wie die Stadt umzingelt und dann überrannt wurde. Unsere Leute tot auf der Straße oder gefangen. Es klingt verrückt, aber sie hatte auch früher schon öfter recht und wir haben Jackson überreden können, die Minutemen zu rufen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Die Minutemen. Colonel Hollis kam gestern mit den Minutemen angerollt und zwar keine Sekunde zu früh. Hat die Gunner von hinten erledigt und sie zu den Hügeln getrieben. Marcy hat einen Aufstand gemacht, weil so wenige da waren, aber der Colonel hat uns versichert, dass noch weitere kommen werden. Unterdessen hat Preston mir und Sloan geholfen, die Mauern zu verstärken. Schade, dass die Powerrüstung wieder im Eimer ist. Wäre auf jeden Fall hilfreich, um den ganzen Krempel zu tragen. Baker hier.
Sergeant Baker hier, anscheinend funktioniert dieses Terminal noch. Dieser Schrauber hat hier ja eine nette Einrichtung. Ich bin beeindruckt, wie gut Glints Plan funktioniert hat. Oder sollte ich Lieutenant Glints sagen? Nachdem er die Unterstützung erledigt hatte, konnten wir direkt auf den Highway stürmen. Im Schutz der Dunkelheit und dank der Höhenvorteils hatten wir weniger als eine Stunde alles im Griff. Eine Gruppe konnte aber entkommen. Hätte der Lieutenant nicht einen Trupp hinhergeschickt, wäre Tessa wohl ausgeschert und hätte es allein erledigt. Wenn wir die Powerrüstung reparieren können, wird sie sich vielleicht auch wieder abregen. Also das war dann der letzte Eintrag von den Gunnern. Pardon. Ha, ein Safe. Na, was zum Entsperren. Sehr gut. Ganz ehrlich, ich hätte gerne auch vor allen Dingen immer noch solche Lichterketten. Ich kann ja immer nur einzelne Lampen hinhängen. Sehr öde. Okay, und damit gehen wir dann wieder hinten rauf. Und hier vorne noch was. Und dann sind wir damit auch schon durch. Radix. Okay, nee. Dann gibt es da, glaube ich, nichts mehr. Oh, doch, da gibt es sogar noch einen Zugang. Ah, okay. Nicht wirklich. Ein verschütteter Pudlowski. Noch eine Teekanne. Wunderbar. Und tschüss. Nee, sind wir fertig. Alles klar. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Sayonara.